Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy Explorers featuring Crash4Defig89. Ja, mit den ersten zwei Parts lief es noch katastrophal. Ich hoffe, dass es jetzt bei der nächsten Tutorial Quest besser läuft. Ich meine, beim letzten Part lief es ganz schön katastrophal, weil ich nicht genau wusste, wie ich vorgehen sollte. Na gut, das wird sich jetzt ändern. Eine Ability Mutation ist jetzt das nächste Ziel. Use an Ability while a Crystal Surge is activate and you hold trigger and you could trigger an Ability Mutation. This ability affects and turns it into one you can learn. Yeah. See if you can trigger an Ability Mutation. Pass this test and you'll be free to work here on the monster. Jawohl. Dann mal los, und dieses Mal geht das nicht schief. Ach. Dieses Mal kriegen wir das auf die Reihe. Hat wohl gelacht. Ich hoffe, wir können dann wirklich bald einen neuen Job meistern. Dass wir ein besseres Kampfdenken drauf haben als das. Ability Mutation ist fine. Crystal Search affects an ability, making it more powerful. Ability Mutations can cure while Crystal Search is active. Watch for the ability's display to change. Attack enemies with abilities resonance. Once resonance is high enough, trigger crystal surge. When abilities display changes during crystal surge, use it to trigger an ability mutation. When the abilities display changes during a crystal surge. Ja, okay. Na denn. Das sind ein Haufen Gegner, die ich dann nutzen kann. Nicht mit mir, Freundchen. Du kannst eine Bombe sonst wo entstecken. So. Immer weiter voran. So, es sind schon mal knapp 60. So. Und der nächste. Zack. Das braucht man wirklich insgesamt 150 Punkte. Das ist schon krass. So. Komm her, du. Wenn du dich traust. Bombe kannst du sonst wo entstecken. So. Ich hoffe, es kommen da noch genug Gegner zusammen. Damit ich endlich wieder genügend Punkte erreichen kann. Ja, es sind schon wieder mehrere auf einen Schlag. So. Mist, da habe ich ein paar Treffer kassiert. So. Jetzt auch schnell, schnell, schnell. Okay. Geschafft. So. Muss ich nur noch Gegner finden, um... Oh je, ich habe nur noch... Da. Hi, ich stecke auf den Hügel fest. Ich komme da nicht so schnell runter, verdammt. Da. Da ist noch einer. Jawohl. Das wär's. Schon ist die Mission vorbei. Aber zuvor... Okay. Schade, schon vorbei der Spaß. Immerhin. Immerhin! Hat es jetzt geklappt. 514 gibt es dafür. So, ich habe jetzt die Tests bestanden. Ich habe also jetzt mal das Grundprinzip drauf. Dann können wir uns also gleich einer richtigen Mission widmen.
Vielleicht gibt es sogar einen Jobwechsel dazu. Das waren einiges an genialen Skills, die du da gezeigt hast. Du bist nun offiziell, ist dir nun offiziell gestattet, ein Abenteurer zu sein, hier in Mostra. Ich habe deine Lizenz erneuert. Nun kannst du Jobs an der am Questschalter annehmen. Genau über alle. Wie die anderen Libertas should be available to you. Do you know too? You can also learn abilities at the central crystal in the square. Might want to check that out. Oh. Ja, ich habe eigentlich einiges an Kristallpunkten gekriegt. But on half of a monster still unexplored. With no route, discovers leading Grand Stolis. Time being, you'll be likely be exploring the island where honing your successful quests. A monster has home not only to freelance explorers like yourself, but to lots of other folks serving lots of other powers. Place changes day by day, heck, hour by hour. Yeah, so. Dieser Ort verändert sich von Tag zu Tag oder eher von Stunde zu Stunde. If I come into any new intel, I'll pass it along. And should you need anything, just ask. I'm sure your hold will contribute to this continued development. Ja. Jobs. Was Ritter? A Monk ist ein Mönch? Ranger? Weiße Magie? Schwarze Magie? Und Shops, Workshop, neue Abilities. With Union Permission, you can use the various facilities Libertas has to offer. The facilities you can use are marked in blue on the touchscreen's home map. Your new Explorer permit allows you to access this facility shop. Workshop, Return Teller. Also folgende Sachen können wir jetzt nutzen. Die Event-Icons sind ja praktisch dort, wo es weitergeht. Und jetzt können wir hier von den Einrichtungen nutzen. Ein Shop, ein Workshop. Moment, Wahrsager? Ordnungsamt? Oder das heißt, glaube ich, Ordnungsamt. Und der zentrale Kristall. Switching jobs. Select jobs from main menu. Then select the job you'd like to use. You can change jobs whenever you're in Libertas. Okay, also den Job kann man hier jetzt Zeit ändern. Jetzt schauen wir mal. Ritter. Ein Tank. Ranger. Damage Booster. Und weißer Magier, ein Mönch, mit HP und Stärke, to speed, closer and unleash combos on the way, the boost ability allows you power to strike. Also ein Ritter, Ranger. Da probiere ich mal den Ranger. Oh. Okay. Man hat dafür auch keine Klamotten an. Order this for your handle assignments. Assignments are a way to ask your friends to wolf. Also, yeah. Can issue assignments to your own monster team. Or to explorers you've met to cop or on street pass. Provided you've changed licenses with them. Once they complete your order to keep, you get to keep the fruits of the labor. Give it a try. One of these days, I'll be waiting.
Ja, also so Street Pass Ding. Assignments and adjust the Street Pass settings here. Assignments are way to center on ally monsters or other players with whom you've exchanged licenses out on quests with you reaping the rewards. You can only issue one assignment at a time and must wait until the assigned quest is complete or has been cancelled to issue another one. The assignment will be completed when time is up. You can shorten this time period by select player or monster to whom you're giving the assignments. You can give up to 8 people a single assignment. Ich glaube, es ist so etwas wie Unterstützung vom Online holen, dass man halt praktisch 8 people, also es heißt, dass wir bis zu 8 Spieler auf einmal gemeinsam Quests übernehmen können. Choosing members that met the best job or best class requirements can reduce the time even more. However, your assignment may also come with a price in Jill, depending on as in his skills or number of assignments. Checking his competition time and cancelling assignment. When you have assignment, set assignments from order desk main menu to see this is completion time. You can also choose to cancel the assignment here. Assignment completion once the necessary time passes, the assignment is complete. You can claim your reward from the order desk. Dass die richtige Zeit vorbei ist und dann Assignment. Ich weiß nicht genau, was das jetzt heißt. Komplett, aber ich glaube fast, das heißt, online mit anderen interagieren hier an der Stelle. Mann. Ich renne hier halbnackt rum. You can learn abilities to spending CP at the crystal. Central crystal. For details, please see ability basics. Logging custom abilities. Information about new abilities will be saved crystal log. Select them to learn. Lock and hold maximum 300 entries. Once this reached, entries will be overwritten. Oldest ones first. Das weiß ich nicht genau, was das bedeuten hat. Print entries from being overwritten by giving them as keepers. Print custom abilities. You can arrest learned custom abilities. The view recognition ability screen. Exchange for CP, also Kristallpunkte, die ich für Fähigkeiten ausgeben kann. Renaming custom abilities from select remain to change the name of custom ability. Maximum of 16 characters. Also mit max 16 Charaktere. Neue Abilities. Oh, Heilung. 3000. Alles kann ich mir leider nicht leisten, aber ich nehme auf jeden Fall Heilung. Das ist wichtig, dass ich das habe. Esuna ist praktisch die Stats wieder normalisieren. Wasser, Feuer, Blitzer, Donner, Gift. Explode for physical attack strike. Punches a combo, counter rain. Up damage if you land blows with. Ja. Okay. So eine richtige Schlagserie. Counter. Physical attack enters stat. Let's you blow counter can inflict stop. Source next hit is critical. Also. Einfach physische Attacken kontern. Und. Und dafür sorgen, dass der Gegner dann durch einen Stoppzauber zum Beispiel angehalten wird und weshalb dann sichergestellt wird, dass dann der nächste Angriff ein kritischer werden kann. Face Shift perform. Accepted restores the last 4 seconds of AP you have used. Deflect. Assume
Fence Stands and Nullify Attacks, Raising Malice. Hold down the button to expand AP and maintain the stance. Sonic Steel. Physical Attack, Unleash a Sun, does damage and sends you flying back, using ability and landing. Blutige Waffe. Steht HP vom Gegner. Das nehme ich. Steht da glaube ich auch dafür, welche Jobklasse es geeignet wäre. Oder? Axt. Jetzt haben wir schon Axt-Abilities und Bogen. Jetzt sage ich, ich lerne erstmal die Magie. Wasser, Feuer, Kampfmagie, Blitzart und Donner. Okay. Was wär's? Custom Abilities. Moonlight Slash haben wir ja schon. View Relinquish. Da ist noch nichts. Oh Mann. Naja, gut. Jetzt kann ich schon mal ungefähr sagen, was da alle. Jetzt könnte er schon. Was ich sagen wollte, soll ich mal einiges in Abilities lernen können, aber muss man die jetzt auch extra ausrüsten oder kann man die irgendwie automatisch noch ausführen? Also sind sie dann automatisch ausgerüstet, praktisch, das wollte ich sagen. Oh mein Gott, ich bin heute auch. Ich bin jetzt auch schon wieder ein bisschen müde. Ich denke, nach diesem Part beende ich mal die Aufnahmesession. So, der Mokri. Ne, es ist bloß kein Gerücht, es ist wirklich so. Phönix. Pinien. Eine Phönixfeder habe ich bekommen. Die belebt einen wieder. Also, vielleicht bekommen wir jetzt nicht nur Unterweisungen, sondern auch, Belohnung dafür. So wie von Mokri, oder das bei Mokri war nur Ausnahmefall. Kann auch möglich sein. Das ist schon mal der Shop. Schauen wir mal, was wir da Schönes finden können. Der Item-Shop. So. Ja, wissen wir schon. Okay. Wir haben eigentlich eh. Oh, Waffen. 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 Bastard Sword. Und Rüstungen. Novice Tunic. Novice Boots. Okay. Das habe ich alles schon, ne? Was ist eigentlich ein Targe? Round Metal Bug. Allows one to escape battle more quickly. Na okay, nehmen wir das mal. Also in Sachen Rüstungen haben sie noch gar nichts. Aber. Okay, das Bastardschwert habe ich schon. Kaufen wir halt noch den Bogen. Und noch ein Stab. Ein Wasserstab. Und Metal Knuckles.
Okay. Passt. Oh, Moment. Gibt's noch andere Möglichkeiten hier? Ja, verkaufen. Ansonsten war's das. Ach, Mann, ich bin schon ziemlich müde, ey. So. Ist die Werkstatt. Welche mit... Welche Gegenstände verschmelzen können? Ja, ist klar. Workshop. Deals in for giving new equipment and upgrading existing equipment. So kann neue Rüstungen schaffen und bereits existierende upgraden. Forge new combine deals to create equipment. As a complete quest, the workshop will add new schematics that allow you to create new pieces of equipment. Hm. Okay. Habe ich ja richtig verstanden? Creating accessories. So was create via forging or giving random stats. Ja. Die Accessoires, die zusätzlichen kleinen Dinge, die noch auch zusätzliche Effekte geben. Initial Traits. Inherent Equipment Traits a place of equipment has when it's forged. These traits can't be upgraded or changed into other traits. Initial Traits. Was das bedeuten hat. Equipment Traits, a piece of equipment has forged. Aber man kann sie umwandeln. Ja, wir werden das dann schon sehen, wenn es erstmal in die Praxis alles umgesetzt wird. Upgrade, Enhanced Weapon, Armor Traits with Materials this CP. Was? Braucht Kristallpunkte um. Oh Mann! Increase the stats of piece of equipment or. Ja, ist einfach nur upgraden. Sorry, ich war jetzt mal kurz. Ich habe jetzt kurz einen Denkaussetzer kompletten gehabt. Creating stats. More than one piece of low rarity material when using it to upgrade a piece of equipment. Okay. Adding equipment traits. You can add a new equipment trait to a weapon or piece of armor by using Atmalite or Magicite as a catalyst. Also man kann auch schon Waffen nochmal aufbessern. Also, und auch mit, also man kann da bestimmte, also das, ich glaube, das erinnert mich an diese, ja sag schon, auf jeden Fall sind das solche Edelsteine wie ein Monster Hunter gewesen, die zusätzliche Effekte birgen. So kann man das jetzt auch bei Waffen hier machen, nicht nur bitte, oder Moment. Da ist gerade nicht mein Kopf, war es eine Waffe, oder? Was anderes. Ach. Boah, ich bin schon wirklich extremst fertig. Ich kann nicht mehr wirklich klar denken. Adding new equipment trade piece with the same physical upgrade trade. Okay. Forge new. Schilder könnte ich mal brauchen. Mir fehlt Tannetide. Ein Metallhelm könnte ich mir erstellen. Hier fehlt mir einiges Zeug.
deinen schwarzen Hut für den Magier. Schaut's eigentlich aus mit den anderen? Metallrüstung, die sieht ziemlich interessant aus. Und Accessoires. Ein Pendant. Gibt maximale HP plus 50. Gut, dann stelle ich mal das hier. Oh. Maximale HP plus 104? Ich dachte nur plus 50. AP auch. Wow. Okay. Wahrscheinlich ist es nur der Mindestwert, den es zusätzlich gibt. Und die Werte sind diesmal bei den Rüstungsteilen anders. Ja. Ein Schild geht ja leider Gottes nicht, also... Nehme ich mal eine Metallrüstung, ne? Ja. Stimmen wir uns mal einen Metallhelm. Ja, komplette Metallrüstung. So. Sehr gut. Hat sich doch ausgezahlt, wenn ich ein bisschen länger Zeit mit dieser Mission verbracht habe. Sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich diese Rüstung nicht. So, mal sehen. Upgraden. Ich denke, ich lasse es mal. Ich brauche jetzt noch nichts upgraden. Und ich soll mich jetzt mal weiter im Dorf umgucken. Die Wahrsagerin. Paying Gilf or play coins for the fortune teller to utter for you is sure to bring good things your way. Okay. Boah, jetzt habe ich schon ziemlich viel Zeit verschwendet mit dem Dorf hier, merke ich gerade. Nee. Habe ich jetzt gerade keine Lust auf Wahrsagereien. Oh, Mann. So. Das Einzige, was ich nicht erkundet habe, war... Auf jeden Fall nicht hier. Moment. Equipment. Ah, kann er seinen Bogen verwenden. So, jetzt aber. Bin und fertig. Okay. So sieht man doch, so sehe ich dann schon viel geschmeidiger aus. Außerdem, habe ich das richtig gesehen, dass ich da einen Bogen habe? Sehr interessant. Ich habe also eine Klasse mit dem Bogen ausgewählt. Fürs Fernkämpfen. Nee. Vielleicht doch lieber. Puff.
Okay, ich sehe es ja auch hier. Bogen und Äxte. Ich muss wirklich den Part bald beenden. Ich bin schon ziemlich müde jetzt gerade. Na gut. Dann schätze ich mal, hätten wir so ziemlich alles gesehen. Und ich würde sagen, im nächsten Part geht es dann weiter, wo ich mich dann wieder besser konzentrieren kann. Vielleicht sollte ich dann einen anderen Job annehmen. Ich würde sagen, ich bin dann eher der Ritter. So, ja, der nackte Ritter. Also seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush Fortify geht hinein bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy Explorers. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.